100 Kilo abgespeckt, wie ich gesloser Kandidat bei DSDS. Da fehlt ja die Hälfte. Im Moment kämpfen die deutschen Gesangstalente wieder um den diesjährigen DSDS-Titel. Besonders überzeugt Dieter Bohlen, 64, beim Reggae in Südafrika mit seiner kräftigen Stimme. Doch der Elektrotechniker ist kein unbekanntes Gesicht im Reality-TV. Bei der Abnehmschote Wie ich gesloser nahm der 25-Jährige vor 3 Jahren teil und das mit großem Erfolg. Der Nachwuchssänger speckte unglaubliche 100 Kilo ab. Bei meiner Wie ich gesloser Teilnahme 2015 fog ich noch 180 Kilogramm, berichtete er in einem Interview mit der Bild. Es scheint so, also hätte er geschafft, was so vielen beim Abnehmen zum Verhängnis wird, den inneren zu Schweinehund besiegen. Denn durch seine gepurzelten Pfunde halbierte er fast sein komplettes Gewicht. Und das, obwohl er bei nicht wirklich weit gekommen war, verlor er dort schon ganze 30 Kilo. Danach wäre er sogar noch weitere 50 Kilo losgeworden. Doch was genau ist sein Erfolgsgeheimnis? Ich gehe 6 Tage die Woche im Fitnessstudio trainieren, esse wenig Kohlenhydrate und viel Eiweiß, verriet er. Auch mit seiner Freundin Nicole, die mit jungen 17 Jahren beim TBL-Format Zweite auf dem Siegertreppchen wurde, tut er gerne etwas für seinen Körper. Wir trainieren gemeinsam und spornen uns gegenseitig an. Kennengelernt und verliebt ineinander, da haben sich die beiden allerdings nicht während der Show, sondern erst 2017, 2 Jahre nach seiner Teilnahme, verliebt.